so, schau mal, da kommt meine Besitzerin. Was will denn die jetzt um die Uhrzeit hier? Ja, eigentlich kommt sie doch erst immer so gegen später. Ich meine, jetzt ist noch voll früh. Hallo, Sunrise. Ich bin hier, um dich in deine neue Box zu bringen. Du musst jetzt nicht mehr länger bei diesen 0815 Schulpferden stehen. Hey, wir sind doch keine 0815 Schulpferde. Ja, wir zwei sind Privatpferde. Ich meine, guck dir mal dieses komische kleine Pony an. Bei solchen Pferden, die keinerlei Turniererfahrung und sonst was haben, musst du garantiert nicht stehen. Also Campari und Callisto jetzt mal ausgeschlossen. Gott sei Dank, sie hat es endlich begriffen, dass wir nicht dazugehören. Dann komm, gehen wir. Sunrise, was ist denn? Komm doch mit jetzt. Sunrise, beweg dich. Nein, ich will hier nicht weg. Ich will bei Roxy, Picasso und den anderen stehen bleiben. Ich sag's jetzt nochmal. Sunrise, beweg dich. Schnallst du's nicht? Ich will hier stehen bleiben. Ich will nicht mit dir mitkommen. Sunrise, wir haben extra eine schöne neue Box für dich. Komm jetzt. Nein, ich will nicht. Hey Sunrise, was war denn das? Komm sofort her. Hey Antonia, gibt es irgendwelche Probleme? Ja, allerdings. Sunrise will nicht mitkommen. Okay, warte, das kann ich auch übernehmen. So, Sunrise, dann kommst du jetzt mal mit mir mit. Sunrise, was hast du denn für Probleme? Jetzt geh doch einfach mit ihr mit. Ich meine, du kannst es nicht ändern. Okay, Roxy, wenn du das sagst. Na, geh doch, komm mit. So, hier hast du dein Pferd wieder. Danke, Sarah, keine Ursache. Na dann komm, außerdem müssen wir noch für das morgige Turnier trainieren. Was? Morgen ist ein Turnier? Och nö. So, jetzt viel Spaß in deiner neuen Box. Ich komme später noch einmal vorbei. Hey, du da, bist du nicht dieser Sunrise? Ja, bin ich. Warum? Bist du nicht der, der irgendwie ein Auge auf diese Roxy da geworfen hat? Wie? Was? Woher wisst ihr das? Naja, Stallgerüchte. Ja, diese Info hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Oh, okay. Aber ganz ehrlich, Sunrise, sieh's ein, diese Roxy, die ist viel zu schlecht für dich. Ich meine, sie ist ein popliges 0815 Schulpferd und du bist ein erfolgreiches Turnierpferd. Ja, eben. Und was findest du an dieser Roxy bitteschön so toll? Ja, sie ist klein und hässlich. Hey, das stimmt nicht. Sie ist überhaupt nicht hässlich. Und außerdem, es kommt nicht darauf an, was sie für ein Pferd ist, was sie für einen Ruf hat, ob sie jetzt nun ein Schulprivatpferd oder sonst was ist. Ich finde ihren Charakter einfach toll. Ja gut, aber du musst doch wohl einsehen, dass du eindeutig etwas Besseres verdient hast. Ja, zum Beispiel sowas wie mich. Sowas wie dich? Kennen wir uns? Ach, Sunrise, spiel nicht den Unwissenden. Ich bin's, Flower. Ich war schon so oft bei dir in der Turniergruppe. Als ob du dich nicht an mich erinnerst. Lass mich kurz überlegen. Warte mal. Deine Reitbeteiligung ist diese Lissy, oder? Ja, genau. Lissy ist meine Reitbeteiligung. Und, weißt du jetzt, wer ich bin? Ja, stimmt, genau. Lissy war ja letzte Woche krank, deswegen bist du nicht zum Training gekommen. Ach, jetzt. Weißt du, Roxy hat in seinem Kopf schon so viel Platz eingenommen, dass er sich an seine anderen ganzen Kameraden gar nicht mehr erinnern kann. Hey, das stimmt doch gar nicht. Oh, doch, Sunrise. Ich meine, kennst du mich noch? Wahrscheinlich nicht, oder? Warte, ich hab's. Du bist Herbert, oder? Nein, ich bin nicht Herbert. Ich heiße Rudi und ich war auch schon voll oft bei dir in der Turniergruppe. Ach echt? Bist du der, der immer letzter geworden ist? Ja, der bin ich. Hut ab, dass du dich an mich erinnern kannst. Yo, Beauty, hast du gesehen, wer jetzt auch bei uns steht? Ist das? Ja, das ist Sunrise.
Von dem habe ich dir schon so viel erzählt. Er ist das erfolgreichste Turnierpferd von uns am Hof. Ja, er wird fast immer Erster oder Zweiter. Und er ist mega hübsch. Ladies, macht euch nicht so viele Hoffnungen. Er steht schon auf eine... Wie? Was? Auf wen denn bitteschön? Auf Roxy. Roxy? Roxy ist dieses komische neue Schulpferd, was sie dieses hässliche Kleine, wo noch nie was in ihrem Leben auf die Reihe gekriegt hat. Warum steht Sunrise auf so ein Pferd, wenn er auch zum Beispiel mich haben könnte? Ich meine, wo ist hier die Logik? Ich glaube, die Sprüche von gestern haben sehr geholfen. Ja, jetzt lauf zu ihr hin und frag sie mal nach einem Date. Okay. Hey du, Honigkuchenpferd. Möchtest du vielleicht später, so vielleicht in 3 Stunden, mit mir auf ein Date gehen? Lass mich überlegen. Komm, sag ja! Ich sag's dir, so eine Gelegenheit bekommst du nur einmal im Leben. Okay, dann treffen wir uns um 3 Uhr. Ja, bis dann. Ciao. Ich würde, ich krieg die noch rum. Und dann ist dieser Sunrise bestimmt so eifersüchtig auf mich. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Hey, Laika! Was ist denn? Weißt du, ich habe in 3 Stunden mein erstes Date. Okay, mit wem? Mit Campari. Mit Campari? Okay. Okay, warum mit Campari? Dieser Typ ist... Er ist was? Er ist... Ach, das merkst du dann schon selber beim Date. Aber ich kann dir nur eins mit auf den Weg geben. Vertrau ihm nicht. Okay, Laika. Naja, ich gehe da eh nur so aus Spaß hin. Mich würde das mal interessieren, weil ich bin noch nie in meinem Leben auf ein Date gegangen. Muss ich da irgendwelche wichtigen Sachen beachten? Oder gibt es irgendwelche Tricks und sowas? Ach, da gibt's einiges zu beachten. Ich erzähle dir mal ein paar Sachen. Also in 1 Stunde müsste der Typ mit dem Heu kommen und dann kann ich eine schöne Atmosphäre aufbauen für das Date. Das nenne ich mal einen Mann mit einem Plan. 1 Stunde später. So, liebe Pferde, hier kommt eure frische Ladung Heu. Lasst es euch schmecken. So, okay, und jetzt müssen wir kreativ werden. Ich suche nochmal schnell einen geeigneten Ort aus. So, ich denke, der Platz ist perfekt. Und jetzt kümmern wir uns nur noch um den Aufbau. Hey, das nenne ich doch mal eine Date-Atmosphäre. Ja, echt super. Danke, dass wir euer Bonusfutter haben durften. Oh, Campari, ich sag dir, das kostet dich noch was. Das kostet dich noch was. Ja, da hat Caramello recht, das wird euch noch was kosten. Aber vielen Dank, Leute. Ja, haben wir ganz gern gemacht. So, Roxy, wenn du mir dann folgen würdest. Ja, klar, ich folge dir. Wow, Roxy, du siehst heute echt fantastisch aus. Ja, die Freude liegt ganz meinerseits. Du siehst auch richtig fantastisch aus. Hehe. Und findest du das Wetter heute auch so schön? Ja, es hat vorhin mal vereinzelt geregnet, aber ja, allgemein ist es ganz schön. Und was hast du heute so gemacht? Nicht viel. Ich war halt einmal in der Reitstunde, aber sonst, nee, nicht so viel. Was hast du denn heute so gemacht? Ich habe heute dieses wunderschöne Date vorbereitet. Aha, okay, dann lass uns mal essen. Ich fange mal mit den Äpfeln an. Ih, die schmecken vergammelt. Und, wie schmecken dir die Äpfel? Ganz gut, ganz lecker. Och Mann. Ich hoffe, sie merkt nicht, dass die Äpfel von letzter Woche sind. Ich glaube, die sind so lecker, da muss ich erstmal was trinken. Warum stehen Campari und Roxy da so komisch rum? Sieht für mich nach einer Art Date aus, aber genaueres kann ich dir auch nicht sagen. Hey Nala, da drüben ist ein Date. Was? Wer hat ein Date? Campari und diese Roxy. Oh, okay. Hey, Beauty,
Was? Dieser Campari hat mit Roxy ein Date. Wer hat mit wem ein Date? Na, Campari hat mit Roxy ein Date. Was? Echt? Beauty hat gesagt, Roxy datet gerade Campari. Was? Echt? Ist der nicht auch viel zu gut für die? Ich meine, er ist auch ein sehr erfolgreiches Turnierpferd. Ach, keine Ahnung, was die jetzt alle an Roxy so toll finden. Hey, Flower. Die Gloria hat mir gerade erzählt, dass Roxy und Campari gerade ein Date haben. Oh, aha. Sunrise. Was? Ich habe Infos, die dir ganz sicherlich gefallen werden. Roxy, wenn du mich für einen Moment entschuldigst, ich möchte kurz mit Callistro reden. Okay, alles klar. Was will denn der jetzt mit dem Callistro bereden? Naja, egal, ich ergreife jetzt einfach mal diese Chance, um diese ekelhaften Äpfel loszuwerden. Callistro, Callistro, es klappt. Sie fährt richtig auf mich ab. Wow, Brudi, weiter so. Okay, Brudi, bis später. Ich gehe jetzt wieder zu ihr hin. Roxy, ich bin wieder da. Oh, was? Du bist mit deinen Äpfeln schon fertig? Ja, ja, die waren so lecker. Yummy. Okay, wow, super. Toll, dass die dir so gut schmecken. Warum datet Campari jetzt Roxy? Das gibt doch überhaupt keinen Sinn. Er hat doch selbst gesagt, er mag keine Pferde, die keinen Erfolg haben im Turniersport und nur für den Schulbetrieb genutzt werden. Außerdem hat er gesagt, er mag Ponys nicht. Also, ich verstehe den ganzen Zusammenhang nicht. Warum hat er zum Beispiel nicht Cleopatra oder so genommen? Warum ausgerechnet Roxy? Ich kapiere das nicht.